Reden wir heute mal über Kompression. Dabei geht es immer nur um eins, und zwar Daten zu verkleinern. Und das heißt nicht nur, dass Sie weniger Speicher auf der Festplatte benötigen, nein, es heißt auch, dass Sie natürlich sehr viel schneller übers Netzwerk oder über das Internet übertragbar sind. Komprimierte Daten kennt ihr alle. ZIP-Dateien sind komprimierte Dateien, komprimierte Ordner. Das sind Dateien, wo eben andere Dateien wieder beinhaltet sind, aber eben verkleinert, so klein wie irgendwie geht. Auch RAR, 7-Zip und ähnliche Formate sind gezippt oder nicht gezippt, sondern komprimiert. Auch die neuen Word und Excel und Office Formate DocX, alle .x, DocX, XSLX, alle die mit X enden, die XML-Formate von Microsoft Office sind auch alle in Wahrheit komprimiert, denn XML ist sehr groß und die sind alle schlussendlich wieder gezippt. Also, es geht immer nur um eins, die Datengröße zu reduzieren. Und dies bekommen wir aber nicht gratis, wir kaufen uns das mit der Verarbeitungszeit. Die Daten zu komprimieren dauert Zeit und die Daten wieder lesbar zu machen, also zu dekomprimieren und wieder zur normalen Verarbeitung zurückzukommen, ist auch etwas, das natürlich etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und je mehr wir komprimieren, umso mehr länger dauert es oftmals auch. Was ihr auch alle kennt, ist ein MP3-Format oder MP4-Videodateien. Also MP3 für Audio, MP4 für Video. JPEG-Dateien, PNG-Dateien, GIF-Dateien, all diese Dateien sind komprimiert. Die Rohdateien wären zum Beispiel BMP. Da haben wir für 800x600 Bildpunkte und 24-Bit Farbtiefe gleich 1,38 MB für ein derart kleines Bild. Hätten wir ein anderes Format gewählt, das Kompression eingebaut hat, dann hätten wir hier wohl ein paar Kilobyte. Aber gut, worum geht's? Wir haben zwei andere Kompressionen. Die eine ist verlustfrei. Da geht es immer darum, dass ich alle Originalinformationen wiederherstellen kann. Zum Beispiel, wenn ich hier vier Bildpunkte habe mit einem entsprechenden Farbcode. Die Farbcodes sind ja immer in Rot, Grün und Blau aufgeteilt. Und dieser Farbcode dieses Pixels, dieses Kästchens, hat eben den Wert 152, 75 und 67. Wenn jetzt vier Pixel nebeneinander diesen Farbcode haben, dann könnten wir verlustfrei komprimieren, indem wir nicht für jedes Pixel diese vier Werte speichern, sondern einfach nur sagen, okay, wir merken uns, folgender Farbcode kommt viermal. Dadurch habe ich einfach nur den Wert 4 gespeichert, den Wert 152 und den Wert 75 sowie 67. Das sind vier Werte und oben habe ich 3x4, also 12 Werte. Je mehr Farbwerte nacheinander den gleichen Wert haben, sozusagen, je mehr Pixel den gleichen Wert haben, desto mehr kann man hier komprimieren. Und ohne, dass ich irgendeine Information weglasse, ich mache nur eins, ich sortiere sie anders. Ich lese sozusagen die Information speichersparender. Nicht geschwindigkeitssparender, aber speichersparender. Ja, GIF, das bekannte GIF-Format, hat zum Beispiel eine derartige Kompression eingebaut, wie hier dargestellt. BMP wäre das Originalformat oben. Hier werden 24 Bit pro Pixel reserviert. Also, bei der verlustfreien Kompression geht es immer darum, Informationen platzsparender anzulegen. Das geht hier recht offensichtlich bei Bildpunkten, das geht aber auch in vielen, vielen anderen Varianten durchaus, ist das durchaus möglich. Wir werden uns noch einige Komprimierungsverfahren ansehen. Es gibt aber nicht nur die verlustfreie, sondern auch die verlustbehaftete Kompression. Hier werden Informationen wirklich weggeschmissen und die können auch nicht wiederhergestellt werden. Wieder ein ähnliches Beispiel, wir haben hier vier Pixelwerte, aber diesmal unterscheiden sie sich minimal. Also ihr könnt mal versuchen, das sind wirklich auch dieses Braun im Hintergrund, ist genau dieser Farbcode, der draufsteht. Einmal Rotanteil 152, beim nächsten 151. Der Blauanteil, der steigt von 67 auf 68. Beim dritten sinkt der Grünanteil auf 74, der Blauanteil sinkt auch entsprechend. Aber es ist mit freiem Auge sozusagen nicht zu erkennen, dass es sich hierbei um andere Farben handelt. Ja,
Aber wir können auch hier wieder den gleichen Trick anwenden. Wir können sagen, okay, so kleine Abweichungen, die ignoriere ich einfach und ich speichere mir einfach da einen Durchschnittswert von diesen 4 Pixeln und bin wieder happy. Ich kann wieder komprimieren. Der Unterschied ist jetzt, ich habe tatsächlich Informationen verloren. Ich kann diese feinen Unterschiede, diese feinen Nuancen nicht mehr wiederherstellen. Die sind weg. Also es gibt Verluste, aber die Verluste sind so minimal, dass ich sie in Kauf nehme. Ich nehme sie in Kauf und bekomme dafür eine bessere Kompression und brauche dazu weniger Speicher. Die verlustbehafteten Kompressionen sind häufig dann irgendwie spezialisiert, wie in diesem Fall auf Bilder oder rechts eine Darstellung, eine symbolische Darstellung von Audiodateien, wo wir zum Beispiel einfach alle Frequenzen wegschneiden, die nicht zwischen 20 und 20 Kilohertz liegen. Denn das ist der Frequenzbereich, in dem das menschliche Gehör arbeiten kann. Also Töne, die wir nicht hören, brauchen wir auch nicht abspeichern. Haben wir Frequenzen, die sich sehr schnell wiederholen? Haben wir Bereiche, die sich wiederholen? Brauchen wir diese vielleicht nur einmal abspeichern? Frequenzen, die sich sehr schnell ändern, brauchen wir nur einmal abspeichern, da wir den Unterschied ohnehin nicht hören. Also bei der verlustbehafteten Komprimierung oder bei Komprimierung zu verschiedenen Dateitypen oder Mediaformaten gibt es natürlich sehr spezialisierte Algorithmen für genau dieses Format. Wenn ich Videos mir anschaue, dann ist nicht von jedem Frame zu jedem Frame, von jedem einzelnen Videobild das ganze Bild zu speichern. Es reicht doch, wenn ich nur die kleinen Änderungen speichern. Was hat sich seit dem letzten Frame getan? Dann kann ich sozusagen alles wieder rekonstruieren. Das wäre dann auch verlustfrei. Und wenn ich dann noch schaffe, dass ich kleine Nuancen noch zulasse, dann kann ich noch besser komprimieren. Also Nuancen im Sinne von Informationen, die ich wegschmeiße, dann bin ich verlustbehaftet, aber ich kann noch besser komprimieren. Im schlimmsten Fall kommen dann manchmal so pixelige Sachen raus, das kennt ihr auch alle. Ja, das liegt dann an der Komprimierung. Das sieht nicht nur hässlich aus, das sieht nicht nur hässlich aus, es spart auch jede Menge Speicher. Gut, sehen wir uns mal so ein Audiobeispiel an. Also hier ein Beispiel einer Audiodatei. Hier ist oben unkomprimiert, unten komprimiert. Sieht auf dem ersten Blick sehr ähnlich aus oder gleich aus eigentlich sogar. Es ist auch die gleiche Datei oder der gleiche Inhalt. Der Unterschied ist nur, unten ist komprimiert als MP3-Datei und oben ist sie sozusagen roh, unkomprimiert. Roh stimmt auch nicht ganz, da sie bereits digitalisiert ist und beim Digitalisieren per se Verluste entstehen. Da es sich um ein digitales und kein analoges Signal handelt. Aber gut, schlussendlich, Audiodateien werden zum Beispiel so komprimiert, dass Informationen weggeschnitten werden oder weggelassen werden, wenn diese ohnehin nicht hörbar sind. Wir Menschen hören nur in einem bestimmten Frequenzbereich. Alles darüber, darunter braucht nicht gespeichert werden. Und wir haben scheinbar keinen Qualitätsverlust, aber wenige Informationen, die wir abspeichern müssen. Gleichzeitig, wenn sich die Frequenz sehr schnell in einem kurzen Zeitraum ändert, dann hören wir das ohnehin nicht raus und wir können diese Information einfach weglassen, die Änderung, und können daher einfach wenige Informationen speichern, nämlich einen konstanten Ton sozusagen in diesem Zeitraum. Und wir sehen hier, dass sie schlussendlich sehr, sehr ident aussehen. MP3 ist ein verlustbehaftetes Verfahren, also werden die Informationen nicht nur ungespeichert, sondern wirklich Infos weggeschmissen, wie ich gerade erklärt habe. Und auch wenn sie hier sehr gleich aussehen, sind dann ganz feine Nuancen oftmals vorhanden, wo eben Informationen weggeschmissen worden sind. Der eine Hügel ist einen Tick flacher, die eine Kurve geht einen Tick weit darauf oder ist einen Tick eher abgeflacht. Es sind oft nur sehr minimale Unterschiede erkennbar, rein im Audiostream oder in dieser Kurve, aber auch natürlich nur sehr, sehr feine Unterschiede überhaupt wahrnehmbar. Auch ein Qualitätsthema von Audiodateien ist, wie viele Kilobit pro Sekunde werden denn dem Algorithmus zur Verfügung gestellt. Also wie viel Speicher darf der Algorithmus verbraten und wie stark muss er komprimieren. Je mehr Speicher, umso weniger komprimieren. Je weniger Speicher wir ihm zulassen, umso mehr muss er komprimieren. Aber das heißt auch, umso mehr Informationen muss er wegschmeißen. Und wegschmeißen ist Info, die nicht mehr da ist und auch nicht wiederkommt. Die kann nicht wiederhergestellt werden. Die Qualität wird dann
einen Tick schlechter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.